Zurzeit steckt echt eine ganze Menge Bewegung in der gesamten Lufthansa-Gruppe und das ist auch spannend zu beobachten. Aber es gibt auf der einen Seite super viele klare Aussagen der Geschäftsführung zu Dingen, die sich in verschiedenen Teilen der Gruppe ändern sollen und ändern müssen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch wahnsinnig viele Gerüchte über mögliche Dinge, die sich eventuell ändern könnten. Und so viel Spekulation, das drückt zurzeit ganz ordentlich auf den Aktienwert der Lufthansa. Das Papier ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht mal mehr die Hälfte von dem Wert, was es Ende 2017, Anfang 2018 nach Übernahme von großen Teilen der Air Berlin wert war. Zentraler Punkt von klaren Aussagen auf der einen Seite und Gerüchten auf der anderen Seite ist dabei immer mal wieder Eurowings und vor allem ihre Langstrecken-Operation. Und das mit den klaren Aussagen dazu, das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder ganz gerne auf den sogenannten Capital Markets Day der Lufthansa hingewiesen. Der fand Ende Juni in Frankfurt statt und das war eine Präsentation oder ein Tag, an dem uns schon mal ein recht deutlicher und weit gefasster Einblick in die mögliche Zukunft des größten Luftfahrtkonzerns Europa gegeben wurde. Es wurde gesagt, wo man definitiv anpacken möchte und wo es mit der Lufthansa, aber auch mit ihren Tochtergesellschaften in Zukunft hingehen soll. Eurowings hat an diesem Capital Markets Day einen ziemlich großen Auftritt bekommen in Form des sogenannten Eurowings Turnaround, auch deswegen, weil die Fluggesellschaft aktuell doch ganz ordentlich daran beteiligt ist und auch war, die Zahlen der Lufthansa Group zu drücken. Nur damit ihr wieder im Bilde seid, ganz kurz, Eurowings wird auch dieses Jahr erneut wieder Zahlen in der falschen Farbe liefern. Das Chaos, welches tatsächlich irgendwo unvermeidbar war, um einen großen Teil der Air Berlin in vergleichsweise kurzer Zeit zu übernehmen, damit Marktanteile in Europa zu sichern und innerhalb einer überschaubaren Anzahl an Monaten zu einer wahren Größe in Europa heranzuwachsen, das kann man auch dieses Jahr nicht wirklich restlos aus dem Weg räumen. Innerdeutsche, innereuropäische, aber auch interkontinentale Flüge, Langstreckenflüge, all das läuft bei Eurowings noch nicht so, wie man das eigentlich von dieser Fluggesellschaft als Billigfluggesellschaft erwartet und wie es auch eigentlich sein muss, damit diese Fluggesellschaft wirklich Geld verdienen kann. Da ist überall noch Platz für Optimierung. Und solange in der Gruppe, zu der Eurowings ja auch dazugehört, solange da andere Fluggesellschaften genug Geld verdienen, kann man Eurowings natürlich mittragen. Frage ist nur, wie lange ist so etwas sinnvoll? Potenzial ist ja schön und gut, aber man muss es halt auch irgendwann mal wirklich nutzen können. Also Zusammenfassung des Capital Markets Day zum Thema Eurowings war eigentlich, wir brauchen mehr Ordnung bei dieser Fluggesellschaft, müssen es schaffen, dass Passagiere sich darauf verlassen können, dass Passagiere zufrieden von einem Flug wieder nach Hause gehen und dass Passagiere sich ganz bewusst wieder für diesen Laden entscheiden. Ganz egal, ob auf innerdeutschen, innereuropäischen Strecken oder auf den Langstrecken. Letzteres wandert dabei bereits in diesem Winter zumindest organisatorisch unter das Dach der Mutti Lufthansa. Das passiert aber alles voll und ganz im Hintergrund, also davon bekommen wir als ganz normale Kunden überhaupt nichts mit. Ganz einfach, weil die Marke Eurowings auf der Langstrecke nicht verschwinden soll, genauso wenig wie die vollkommen klare Trennung zur Muttergesellschaft, aber in den Bereichen IT oder Verkauf beispielsweise ist bei Eurowings auf der Langstrecke einfach noch eine ganze Menge Optimierungs- und damit natürlich auch Einsparpotenzial übrig geblieben. Also schiebt man diese Themen jetzt zu den Abteilungen in der Gruppe, die sich ja sowieso schon um die Langstrecke und deren Vermarktung kümmern müssen. Synergieeffekte nutzen nennt sich sowas und das geht wahrscheinlich bei jedem BWL-Studenten runter wie Butter. Jetzt muss man aber auch so kein Genie sein, um zu erkennen, dass die Eurowings Langstrecke nicht nur im Hintergrund Platz für Optimierung hat. Das Fluggerät, mit dem die Gesellschaft auf Langstrecke geht, das ist weder harmonisch und bietet damit irgendwie Raum für mögliche Synergieeffekte, noch stimmt hier die aktuelle Auswahl an Flugzeugtypen. Die Langstreckenflotte der Eurowings besteht zum aktuellen Zeitpunkt aus 10 Flugzeugen vom Typ Airbus A330, darunter 3 Maschinen von Brussels betrieben vom Typ A330-300 und einen A340, den gibt es auch noch. Jetzt merkt vielleicht schon der ein oder andere aufmerksame Beobachter, da gab es doch nochmal einen A340 mehr und genau so ist es auch. Das gehört zur aktuellen Flottenvereinheitlichung der Eurowings auf der Langstrecke. Im letzten Monat hat die Fluggesellschaft einen der von Brussels betriebenen A340-300 tatsächlich wieder abgegeben. Diese Maschine geht dann aber nicht nach Belgien, sondern das Flugzeug fügt sich jetzt mit seiner neuen alten Lufthansa-Registrierung Golf X-Ray in die Lufthansa A340-Flotte ein. Ganz ähnlich läuft es jetzt auch mit dem zweiten, bis zuletzt noch in Eurowings-Farben geflogenen A340-300. Auch diese Maschine geht zurück zur Lufthansa mit der Registrierung Golf Yankee. Ob die beiden Flugzeuge jetzt aber überhaupt im Passagierbetrieb der Airline nochmal richtig groß an den Start gehen, das wissen wir noch gar nicht. Das steht auch noch gar nicht fest.
Denn Bedarf hat die Airline für zwei weitere knapp 20 Jahre alte A340-300. Selbstverständlich nicht unbedingt die A340-Flotte, die soll jetzt ja schrumpfen und nicht weiter wachsen. Außerdem müssen die beiden Flugzeuge ja erstens noch umlackiert werden und zweitens auch in der Kabine wieder komplett umgerüstet werden, damit sie für die Lufthansa wieder an den Start gehen könnten. Das müssen wir also auf jeden Fall noch weiter beobachten. Für die beiden abgegebenen A340-300 bekommt Eurowings jetzt aber von der Muttergesellschaft Lufthansa jeweils einen A330-300. Das stand vorher auch noch nicht so ganz fest, wie viele Maschinen es dann wirklich sein werden. Jetzt ist klar, für einen abgegebenen A340-300 gibt es einen A330-300. Und diese Maschinen werden genauso wie alle anderen Langstreckenmaschinen der Eurowings nicht von Eurowings selbst betrieben, sondern die beiden A330-300, die dazukommen, einer davon ist schon in der Flotte, die werden genauso wie alle anderen A330-300 der Eurowings von der belgischen Tochtergesellschaft betrieben. Wir erinnern uns wieder an den Capital Markets Day, Eurowings macht halt nur noch Kurz- und Mittelstrecke, keine Langstrecke, das übernehmen die Netzwerk-Airlines und zu denen gehört nun mal auch Brussels. Von der Kapazität her macht es übrigens exakt genau gar keinen Unterschied, ob man jetzt als Fluggesellschaft mit einem A340-300 unterwegs ist oder mit einem A330-300. Das nur mal so als Info am Rande. Beide Flugzeuge wurden Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre mehr oder weniger gemeinsam entwickelt und teilen sich einen von den Dimensionen her vollkommen identischen Rumpf. Die Vorteile der vier Triebwerke des A340, die waren eigentlich schon fast komplett hinfällig bei der Erstauslieferung des Flugzeuges im Jahr 1993 und beschränkten sich schon da auf eine etwas größere Reichweite. Also der A340-300 konnte damals knapp 2000 Kilometer weiter fliegen als der A330-300, lag aber hauptsächlich daran, dass der A340-300 damals mehr schleppen durfte. Und ein weiterer, dort aber schon recht kleiner Vorteil, waren die nicht vorhandenen ETOPS-Einschränkungen des A340, denn die entsprechenden ETOPS-Zertifizierungen, die benötigen selbstverständlich nur Flugzeuge mit zwei Triebwerken. Der A330 wurde von Anfang an ausgeliefert mit einer ETOPS 180-Zertifizierung, das wurde dann später nochmal auf ETOPS 240 aufgestockt. Die Vorteile des Airbus A330, die liegen hingegen ziemlich klar auf der Hand. Das Flugzeug hat zwei Triebwerke weniger, bedeutet weniger Aufwand beim Thema Wartung, aber vor allem auch weniger Spritverbrauch und damit ganz einfach geringere Kosten, eine höhere Effizienz. Denn das Flugzeug ist ja wie gesagt vom Ding her gleich groß. Ein A330-300 verbraucht pro Flugstunde etwa 5.700-5.800 Kilogramm Kerosin. Bei einem A340-300 sind es gerne mal 700 bis 800 Kilogramm mehr. Das ist schon der größte und wichtigste Unterschied zwischen diesen beiden Flugzeugen. Tja, und damit verbraucht ein A330-300 übrigens ziemlich genauso viel Sprit wie ein Airbus A350-900. Allerdings ist der A350 ein gutes Stück größer, aber das auch nur mal so am Rande. Bei Eurowings auf der Langstrecke bleibt damit jetzt an diesem Punkt eine mehr oder weniger gut harmonisierte Airbus A330-Flotte übrig. Die Vorteile sind vollkommen klar, der eben angesprochene Verbrauch, es ist einfacher für die Technik, für die Cockpitbesatzung ist es hingegen egal. Piloten, die den Airbus A330 fliegen dürfen, dürfen ebenfalls den A340 fliegen. Und trotzdem ist das da jetzt alles noch nicht so harmonisch und damit so billig Fluggesellschaften tauglich, wie man das jetzt eigentlich am besten gebrauchen könnte. Die Flugzeuge bei Eurowings auf der Langstrecke sind im Schnitt schon mehr als 15 Jahre alt, kommen dazu von verschiedenen Fluggesellschaften, von Ever Airways, von Qatar Airways oder auch von Turkish Airlines. Und die Flugzeuge müssen zu einem Großteil ja sogar noch auf die Eurowings Biz Class erst einmal umgerüstet werden. Das ist also alles nur so halb einheitlich, aber gut, besser als nichts. Wachsen möchte man mit dieser Basis zumindest in der nahen Zukunft, aber tatsächlich definitiv nicht mehr. Das ist mittlerweile auch schon sicher. Also wird Eurowings jetzt im Winter 2019-2020 mit 11 Langstreckenflugzeugen an den Start gehen. Die vier von Brussels betriebenen langen A330, die findet man dann alle in Düsseldorf. Weitere drei Flugzeuge vom Typ A330-200, weiterhin betrieben von SunExpress, die findet man dann in München. Und dann bleiben noch vier A330 übrig und die kommen ja nach Frankfurt. Denn das ist jetzt der nächste große, wichtige, aber auch erst einmal letzte Punkt. Eurowings wird ab dem Winterflugplan mit mehr als einem Drittel der ihnen zur Verfügung stehenden Langstreckenmaschinen vom Lufthansa-Heimatflughafen Frankfurt aus an den Start gehen. Mit von SunExpress betriebenen Flugzeugen, mit von Lufthansa vermarkteten Flugzeugen und mit einer Biz Class. Das sollen die Dinger bis dahin auch bekommen.
Barbados, Mauritius, Windhoek und Las Vegas werden dann von Eurowings von Frankfurt aus direkt angeflogen. Und das ist besonders spannend deswegen, weil ja Condor all diese Ziele von Frankfurt aus auch direkt anfliegt. Also man hat hier einen direkten Konkurrenten. Im April und Juni 2020 kommen dann bei Eurowings auch noch die Ziele Phoenix und Anchorage in Alaska hinzu. So viel also erst einmal zur aktuellen Eurowings Langstrecke. Da steckt gerade so viel Bewegung drin, das ist echt spannend zu beobachten, weil da ist sicherlich auch noch eine ganze Menge Potenzial vorhanden. Aber große chaotische Schritte möchte man jetzt dort erst einmal nicht mehr machen. Jetzt muss sich diese Sparte der Billigfluggesellschaft wirklich mal beweisen. Und da bin ich doch sehr gespannt, wie das von den Kunden in Zukunft angenommen wird. Aber da kann ich mich ja sicherlich auf eine ganze Menge Feedback von euch verlassen. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Und dann geht heute noch ein großes Dankeschön raus an Simon und an Michael. Danke an euch beide für eine wirklich großzügige Unterstützung über meine Patreon-Seite. Freut mich sehr, damit helft ihr mir und dem Kanal auch sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.